Das Modernisierungsprogramm der Salzburger Lokalbahn zielt darauf ab, die Infrastruktur und den Service deutlich zu verbessern. Es umfasst die Instandhaltung der Gleise, den Ausbau von Bahnhöfen zu barrierefreien Zugängen sowie die Einführung moderner und umweltfreundlicher Maßnahmen. Ziel ist es, den Nahverkehr nachhaltiger und attraktiver zu gestalten. Die Infrastruktur der Salzburger Lokalbahn ist in den letzten Jahren einfach in die Jahre gekommen und ist erneuerungsbedürftig. Wir haben daher 2020 eine Modernisierungsoffensive mit den Fördergeldern von Land Salzburg und dem Bund gestartet. Der Fahrgast profitiert dadurch, dass er einen sicheren Fahrweg hat. Er hat moderne Infrastrukturen, das heißt moderne barrierefreie Bahnhöfe und Haltestellen. Und es ist auch ein angenehmes, schnelles Fahren auf der Strecke der Salzburger Lokalbahn möglich. Auch die Triebfahrzeugführer und Führerinnen profitieren von diesem Ausbau. Ein abwechslungsreicher und spannender Arbeitsalltag ist in diesem Job garantiert. Herausforderung ist jeden Tag, weil man nie weiß, was passiert in den nächsten 35 Minuten. Jede Fahrt ist was ganz was Besonderes und was ganz was Eigenes. Und spannend ist, wenn man oft eine Störung am Zug hat, dass man das wieder rechtzeitig hinkriegt und die Kommunikation mit den ganzen anderen Abteilungen, die alle mit drinnen hängen, in so einer Zugfahrt. Man braucht eine Zugleitung, man braucht einen Zugbegleiter. Es gibt mehrere Faktoren, auf die man dann Acht geben muss. Besonders gefällt mir an dem Job als Triebfahrzeugführer, dass kein Tag ist wie der andere. Es ist jeden Tag irgendwas anderes. Ich leiste einen wichtigen Beitrag zur Mobilität in Salzburg und dass ich jeden Tag mit einem anderen Team unterwegs bin. Bevor die Triebfahrzeugführerinnen und Führer auf der Strecke unterwegs sind, braucht es beim Ausbau genaue Planung und Präzision. Also bei der Planung muss man speziell auf die technische und wirtschaftliche Machbarkeit achten. Es gibt immer wieder jede Menge Wünsche, aber nicht jeder ist umsetzbar und vor allem wirtschaftlich vertretbar. Ein wesentliches Kriterium bei unseren Projekten ist aber die Sicherheit. Die Sicherheit zum einen für unsere Fahrgäste, als auch für unsere ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und bei der Umsetzung von Projekten ist die wesentliche Herausforderung das Bauen und den Betrieb. Das heißt, wir bauen nicht auf der grünen Wiese mit irgendeinem beliebigen Fertigstellungsdatum, sondern wir haben immer einen Betrieb abzuwickeln. Das heißt, mit jeder Sperre, mit jeder Baustelle gibt es Einschränkungen für unsere Fahrgäste, sei es jetzt aktuell der Umstieg auf einen Schienenersatzverkehr. Daher versuchen wir, die Sperren entweder möglichst kurz zu halten oder im Sperrenzeitraum möglichst mehrere Bauvorhaben gleichzeitig abzuwickeln. In den letzten Jahren ist schon viel umgesetzt worden. Neben der laufenden Streckenerhaltung und Verbesserung haben wir die Bahnhöfe Oberndorf und zuletzt den Bahnhof Bürmoos erneuert. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at.